Prost. Ja, Hallöchen. Sind Sie etwa von Ihrem Urlaub wieder zurück? Zeig mir mal erstmal, wo ich mich hier umziehen kann. Umziehen. Also, Herr Bitcoin, ich bitte Sie. Sie sollten diese Stadt so gut kennen wie Ihre Westentasche. Ja, oh, ein Sixpack habe ich ja auch noch. Ich besorge Ihnen mal eben schnell einen fahrbaren Untersatz. Was ist das denn für eine Kiste, Mierda? Ja, einfach mal fahren. Fahren und genießen. Ich mag BMW. Ja, genau, BMW, ja. Aber ich wollte einen Blitz! Nein, Mierda. Da ist noch ein Blitzer, Achtung. Oh. Können Sie mittlerweile besser Auto fahren oder ist das immer noch so katastrophal? Ich konnte schon immer gut Auto fahren. Okay. Gibt's hier irgendwelche Familien? Achso, warte mal, ich will erstmal. Hier gibt es viel zu viele Familien, Herr Bitcoin. Wieso zu viele? Man kann sie nicht mehr an zwei Hände abzählen. So viele sind es. Aber das werden Sie schon feststellen, wer hier wieder sein Unwesen in dieser Stadt treibt. Aber geben Sie sich in Acht vor Jigsaw. Jigsaw? Jigsaw. Das ist so eine kleine Holzpuppe. Natürlich. Werde ich mich in Acht vor einer Holzpuppe ergeben. Was gibt es für Familien hier in der Stadt, Trost? Gangs. Die eine oder andere Mafia. Das eine oder andere Kartell. Das eine oder andere Söldnerlager. Aber das sind doch Kriminelle. Damit möchten Sie doch nichts zu tun haben. Das stimmt. Gibt es hier noch einen Staat? Selbstverständlich. Anwälte und so weiter? Selbstverständlich. Eine voll funktionierende Justiz. Eine Justiz? Wir haben die Fahrzeuge auf eine Startengine. Da ist ein Knopf, da ist doch ein ganz großes Z drauf. Steht doch direkt vor Ihnen. Natürlich. Ich liebe dieses Auto. Moment mal, bei diesem Auto bekomme ich ein wenig Vibes. Ja. War das nicht eines der Autos, was sich normalerweise gefahren hat wie ein Kreuzfahrtschiff? Ja, richtig, Mierda. Das ist anscheinend nicht mehr so. Tja. Das ist okay nach 13 Monaten. Was haben Sie denn gedacht? Scheiße. So lange wie Sie im Urlaub waren, also ich bitte Sie. Gibt es hier noch den ADAC? Ja. Ist der Gulasch da? Ob Herr Gulasch, ich weiß es nicht. Ich will ihn töten! Oh, nein, will ich nicht. Aber lass uns mal zum ADAC fahren. Wo ist der? Habe ich ihn markiert. Auf Ihrem Navigationsgerät. Gratis. Was, der ADAC ist hier? Ja, er ist umgezogen. Auch schon etwas länger her. Sie können, Sie können da auch direkt reinfahren links. Ja, oder Sie waschen Ihr Auto. Ah, ja, schnell. Hier rein. Können Sie? Aha. Wow, Mierda. Wo ist die LCM-Toast? Weiß ich doch nicht, wo die ist. Weißt du nicht? Ja, natürlich weiß ich das nicht. Ich weiß das. Hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Warte mal, ich hab ein Anwesen. Ich arbeite bei der Polizei. Mich interessiert das nicht, was die Anwesen haben. Willst du mich festnehmen, wenn ich was tue? Wallah, er sagt einfach du ich Andy. Ich hab nichts gesehen, ich höre nichts und ich weiß nicht. Er hat einfach du Andy gesagt, dass er sich nicht schämt, der Typ. Das Anwesen ist 8104. Kannst du mir das markieren? Natürlich. Sehr gut. Kann das sein, dass wir gleich nochmal beim ADAC vorbeischauen müssen? Keine Angst, ich habe Reparaturkasten gekauft. Wieso hängen wir so ein bisschen so schief? Irgendwie sieht das, ich fühle mich jetzt hier gerade ein bisschen unwohl. Was haben Sie da schon wieder gemacht? Das ist mein Gewicht, glaube ich, Mierda. Ihr Gewicht? Wieso fallen die Reifen auf? Weil Sie fahren wie ein Berserker. Gut, machen wir es ganz einfach. Kleinen Moment. Mein Albtraum ist wahr geworden!
Es hat mich verfolgt! Du hast so lange Zeit mir deinem Schlaf, hat mich diese Nachricht verfolgt! Bitte! Ich kann nicht mehr! Nein, diese Nachricht! Ich wollte sowieso mir die Beine vertreten, Toast. Das glaube ich. Wie kann ich die Scheiße abschließen? Wohl drehen Sie sich mal um und gucken, schauen Sie sich mal dieses hübsche Gebäude da drüben an. Mierda. Ist das immer noch das gleiche von früher? Ja. Das ist ein Burgerladen. Egal, ich schließe das Auto ab. Was? Das ist ja heil! Das ist... Oh, hä? Wir probieren es mal aus. Ich weiß ja nicht, was Sie haben. Was ist das denn für ein Schlitten? Und geiles Ding. Oh. Das ist ein BMW, aber Oldschool. Katsuki Clan kommt. Wem soll ich erklären, was der Rudolfsplatz ist? Ist hier zufällig ein Markt? Das ist nochmal eine ordentliche Aufstellung. Wie geht's euch? Alhamdulillah. Wie geht's dir, Achi? Was macht denn der schon wieder? Toast, bist du das? Ja, ich bin das. Yo, Bratan. Wo ist Magdi? Magdi? Der ist gerade unterwegs. Was, Mierda hat mir gerade bei Tetra geschrieben. Marc, hier steht eine Person vor unserem Anwesen, der fragt nach dir. Warte, Jungs, ich bin wieder weg. Viel Erfolg euch. Unser Elfer. Was? Magdi von den Lust? Ja, richtig. Ist jetzt Tschetschener? Natürlich. Wer kann von euch Tschetschenisch? Unsere Liederschaft. Das reicht natürlich. Nee, du vergisst eine Sache. Wir sind ein multikulturelles Bund. Finde ich gut. Natürlich. Ich habe vorhin ein paar Männer von dir auf Tschetschenisch angesprochen, aber man erwiderte mir, red Deutsch mit mir, du Andy. Ist das auch irgendwas? Nee, das sind Sikarios. Die werden ab dem Alter von 6 Jahren ausgebildet. Wir bringen denen nicht die Sprache bei, sondern die Art des Kämpfens. Die Art des Kämpfens? Richtig, denn nur so überlebt man hier in der Stadt. So. Du willst also wissen, wie man in der Stadt überlebt, hier in dieser Stadt, in Dortmund? Ich bin hier seit 8 Monaten da, schon ein kleines Weilchen. Ja, das stimmt. Das stimmt. 8 Monate sind wirklich nicht wenig. Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? In der Stadt Dortmund. In der Stadt Dortmund? Wie lange? Ja, richtig. Heute den ersten Tag. Brauchen die Herrschaften was zu essen und trinken? Er hatte lange Urlaub gemacht. Ja, richtig. Ah, also ein Urlauber. Ich glaube, da sollte jetzt Mark D sein. Armano, du kannst mir gerne was zu trinken geben, wenn du willst. Ah, hinter dir ist dein bester Freund. Bester Freund? Du denn gekrochen, Mr. Bitcoin? Bist du es, Mark? Ich faselt ja nicht. Ja, ich bin's. Was ist mit deiner Stimme los? Ja, ich hab mich ein bisschen verändert, Stimme geölt, die Haare gefärbt. Stimme geölt, Haare gefärbt. Und auch dein Mund. Ja, richtig. Ich war heute Morgen auf dem Kindergeburtstag, da wurde ich ein bisschen angemalt. Ah, das ist, ja, das ist was Schönes. Wo ist denn Gerdi und Jimmy? Oh, die sind in Griechenland, soweit ich weiß. Bei Breitenberg? Ah, er auch. Weiß ich nicht, er redet immer von Griechenland. Ja, ja, aber ich glaube, dieses Griechenland, ja. Sag mal, was hast du die letzte Zeit gemacht, nachdem du von Lost raus warst? Oh, ja, ich war erst eine Weile im Urlaub. Dann habe ich mit Shisha kennst du noch, oder? Natürlich. Mit ihm habe ich die Platz gemacht. Das war gerade, wo ihr wegfahrt, glaube ich. Im Urlaub. Dann hatte ich wieder ein bisschen Urlaub und jetzt bin ich seit Dezember ein Teil der Tschetschenen. Wie bist du drauf gekommen, mir mit den Tschetschenen was zusammen zu machen? Durch einen Freund von mir ist der Kontakt entstanden. Verstehe. Und ich habe mich gleich wohlgefühlt, ja. Wie läuft es hier in der Stadt? Sagen wir mal, was habt ihr für eine Aufgabe? Momentan haben wir tatsächlich keine Aufgabe.
Man lebt Waffen so, ran? Man... Ja, ich glaube, ich muss mal ganz kurz irgendwo pullern gehen. Oh, ich habe das nicht gehört. Ach, schade. Für Waffen musst du dich an die LCN wenden. Was habt ihr für ein Geschäft? Aktuell gar keins. Was gibt's hier denn für Routen? Immer noch die alten, nur die Preise haben sich ein bisschen geändert und die Herstellung läuft jetzt alles ein bisschen anders ab. Aber die Plätze sind gleich? Nee. Die haben sich komplett geändert. Hast du nicht mehr mit deinen alten Leuten zu tun? Nee, nicht mehr, also gar nicht mehr. Man hat sich so ein bisschen auseinandergelebt. Ja, wie du siehst, kleide ich mich jetzt auch ein bisschen eleganter. Ja, das wundert mich sehr. Aber das steht dir, ehrlich gesagt. Ja, der Weg hat mich in Berlin schon in eine mafiöse Struktur geleitet. Mhm. Ich verstehe. Wer ist das denn hinten mit der Maske? Ist das Isco? Nein, das ist Kenzo. Kevin. Kevin, alles klaro? Kerem, Bruder. Wie bitte? Kerem. Achso, Kerem, nicht Kevin. Ja, jetzt Kevin. Ah, natürlich. Ja, das ist, also... Könntet ihr mich einmal durch euer Anwesen führen? Das sieht sehr interessant aus. Ja, natürlich. Komm mit. Gratis. Mein Gott, bin ich heute wieder Callcenter oder was? Dort ist gefragt, was unsere Aufgabe in der Stadt ist. Ja. Ich glaube, die Tschetschenen mit Mark D und mir und unserem 12er Max Meister haben die Stadt schon ein wenig aufgemischt. Ich glaube, es gab keine Familie, die so viel Krieg geführt hat wie wir aktuell. Max Meister? Richtig. Ja, richtig. Und lass mich raten, er spricht aber nicht Tschetschenisch. Doch, ein bisschen. Ah, nicht schlecht. So, das ist unser kleines Restaurant hier. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, ist leider noch nicht in Betrieb. Ja. Aber wird's hoffentlich irgendwann mal. Hier unten haben wir einen kleinen Partyraum, sag ich mal. Aha. Nichts Besonderes, aber... Das sieht schick aus. Die ein oder andere Frau lässt man hier gerne mal auf den Tischen tanzen. Aha, Badraum. Lass mich raten. Hier sind bestimmt ein Getränkelager. Nee. Sind die Toiletten, aber die sind momentan gesperrt, weil wir hier Probleme mit den Abflüssen haben. Ach so. Naja, durch die Nähe zum Meer wird das Wasser halt immer wieder zurückgespült und es läuft dann über. Das ist ein ganz ekliges Thema, also da. Deswegen haben wir da abgeschlossen. Ich finde aber, zum Entspannen kann man das hier wirklich sehr gut nutzen. Wofür führt ihr eure Familiengespräche? Oben, wir haben oben jede Menge Sitzgelegenheiten. Was gibt es hier für Waffen? AKs, Karabiner, Uzis und die alten Pistolen außer Deagle oder 50er. Mikros und SMGs auch. Ja, gut, aber selten. Aufsätze auch noch. Schalldämpfer, erweiterte. Aufsätze auch. Ja, wer hat euer Anwesen gemacht? Da haben wir einen externen. Also selber von euch jemand? Genau, quasi. Das kann sich sehen lassen. Sieht wirklich gut aus. So eine Variante auf jeden Fall. Ist sehr schön. Wie viel Geld ist hier viel? Du kannst wissen, was man in einer Stunde macht. Vielleicht kannst du dir dann was hochrechnen. Ja, zum Beispiel. Auf der besten Route machst du pro Stunde so 1,2 Millionen Schwarz. Wer wäscht dir das Geld? Das Gideon Hotel. Zu welchen Prozenten? Ich glaube, Ausgangslage ist 10% für Familien und aber du hast da Verhandlungsbasis bei den Leuten. Da ist so eine kleine Puppe, die ist da der Geschäftsführer. Ja. Und da solltest du mal ein bisschen aufpassen, der ist sehr schnell mit seinem Messer. Ich kenne noch jemanden, der schnell mit seinem Messer ist. Ich auch.
Denkst du manchmal an die Zeit zurück? Ehrliche Frage. Ja, oft. Ich muss dir sagen, so mit ein bisschen Abstand war es schon eine geile Zeit. Ja, richtig. Mark hat uns viel erzählt von der alten Zeit, wo er herkam. Wir sind nicht so lange hier wieder wie der Herr Mark die. Und er hat uns ein bisschen aufgeklärt, wie eklig die Zeit damals war. Verglichen zu heute hat er gesagt, es ist ein Kinderspiel hier. Na gut, aber früher konnte man, egal wie eklig es war, zumindest noch ein bisschen reden. Das Reden ist ja heutzutage völlig ausgestorben. Ja, also wenn ich daran zurückdenke, dann weiß ich ganz genau, es ist viel passiert, was nicht hätte passieren sollen. Aber im Großen und Ganzen ist das, was früher passiert ist, immer noch die beste Zeit gewesen. Zu 100%, ja. Und der Mark D. hier ist ein richtiger OG. Ein richtiger... Er war in dieser Zeit, wo viele hätten gerne dabei sein wollen. Aber er war dabei. Das kann man schon... Ja, ist richtig. Also das war eine sehr, sehr wilde Zeit. Gibt's hier noch welche von den alten Leuten, Mark? Agatha müsstest du noch kennen, oder? Von den OGs? Die ist hier? Ja. Die ist bei den Richmond Criminals. Sprich ruhig, Hermano, hier. Ich bin auch ein alter Hase. Vielleicht kennen sie mich noch. Irgendwoher kenne ich die Stimme. Wie ist dein Name? Leon Fuchs. Leon Fuchs, warst du nicht in Zivi? Ich war in Zivi, ja, richtig. Ja, dann weiß ich, glaube ich, sogar noch, wer du warst. Hab früher mit dem guten alten Freddy alle Jobs getestet und Drogenrouten. Mit Freddy Krüger, meinst du? Ja, auch richtig. Ja. Was ist mit der Katze? Ist Tiger hier? Tiger? Nee, der ist nicht hier. Die sind alle nicht mehr da, die Jungs. Bei der LCN sind noch ein paar alte Gesichter auf jeden Fall. Bei der LCN? Ja, richtig. Gringo ist noch da. Ach, wirklich? Ja. Der Adler ist da. Da triffst du auf jeden Fall auch noch ein paar alte Gesichter. Ja, du gehst zu Midnight. Alessio, richtig. Auch noch da. Midnight Shisha. Ja, wer ist bei Midnight alles, Jungs? Oh, ja, der Sunny Hashish. 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 Von den alten BVB-Crips. Wie hieß der? Sunny Hashish. Ah. Ehemals BVB. Also war der auch von der Gruppe da? Ja, genau. War zeitweise der Anführer der BVB Crips. Das ist aber nicht dieser Bademeister, sie? Nein, das war sein Stellvertreter, während der Bademeister ein bisschen abwesend war. Ah, verstehe. Bitcoin, Sie müssen verstehen, es gibt viele, die machen permanent Urlaub auf Malta. Ah, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Welche Familien gibt es hier so? Wir haben jetzt hier die Tschetschenen, die LCN. Genau, die Midnights gibt es. Dann gibt es die Ballers. MG13 hier um die Ecke. Genau, MG13 ist da drüben in der alten Blatzhut. Dann gibt es die Bulldogs. Die Zapatas ist ein Motorradclub. Losts gibt's auch, aber das sind andere Lost. Genau. Wen gibt's noch? Legion. Systema. Legion. Genau, Legion, Systema. Huaris. Hurse. Huaris-Kartell, richtig. Eddie geht aus. Legion wohnen in deinem alten Anwesen. In Weiß meinem alten Anwesen? Ja. Vielleicht kannst du dich da ja mal vorstellen gehen. Ich glaube, die freuen sich auch. Danach hat sich Cardano dort. Ja, welche. Was mit Cardano? Dem bist du schon begegnet. Danach hat sich Cardano, nachdem du gegangen bist, dort niedergelassen für eine Zeit. In den Weinbergen? Ja, richtig. Was ist mit Freddie May? Ja. Den gibt's noch. Was? Und Gulasch ist immer noch der alte Knauser, der ist immer noch wach. So ein paar Sachen, die bleiben halt eben bestehen. Sentenza, was ist mit dem? Den gibt's auch. Hier. Aber der ist nicht mehr bei der Bundeswehr, soweit ich weiß. Was?
Warte mal, gibt's die Bundeswehr noch? Ja, leider. Leider, ich nehme mal an, die sind aktiv. Ja. Solltest du dir auch wirklich wenig zu Schulden kommen lassen. Die haben eine ganz kurze Zündschnur bekommen. Ganz kurze Zündschnur. Ist nach wie vor so, dass die Bundeswehr oben Palete und sowas übernimmt, die Polizei hier in der Stadt. Und die Razzien, die werden ein bisschen schneller gedrückt wie früher. Was nimmt ihr euch in der Razzia weg? Bei der ersten 20%, bei der zweiten, ich glaube, irgendwas zwischen 40 und 50 und bei der dritten, glaube ich, 100%. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen Ermessenssache, aber die tun schon weh. Das, ja. Okay, bueno. Also, ich werde mal noch eine Runde drehen. Gracias, dass ihr mich im Empfang genommen habt und Marc, die hat mich wirklich gefreut. Ja, ich würde dir mal meine Nummer geben. Sí. Wenn du irgendwas brauchst, dann kannst du dich gerne melden. Muss ich schauen, wie das nochmal hier funktioniert. Ich habe dir die geairdroppt. Du gehst auf dein Telefon und dann auf Empfohlen. Da müsste dann... Was? Wie hast du das denn gemacht? Die Technik heutzutage. Willkommen im Jahr 2023. Das war Call. Wie geht das? Airdrop. Wenn du auf dem Startbildschirm bist, kannst du vom Akkuzeichen aus runterziehen. Aber wie beispielsweise, wie gehe ich jetzt zurück in meinem Handy? Wenn ich jetzt, ich bin auf Kontakt, aber ich will zurückgehen. Ja, da hast du unten so einen Balken, da musst du dann draufdrücken. Mark, den gibt's in der Telefon-App nicht, dann muss das dein Handy aus und also. Ach so. Okay. In die Tasche rausnehmen. Genau, ansonsten hast du aber bei den Einstellungen unten auch die Option Kontakt teilen. Da kannst du deine Nummer dann an die nächstgelegene Person weiterschicken. Einstellungen, Kontakt teilen. Ich wollte nur was anmerken, das hat keine 20k gekostet. Merkt man. Hättet ihr 20k investiert, hätte der wenigstens einen Zurück-Button. Das feiert. Mark. Wir drehen mal eine Runde. Wie seid ihr eigentlich verblieben damals? Wir sind gar nicht verblieben. Ne. Aber also jetzt sollte sind wir sich das Kali-Kartell wieder in der Stadt einfinden, da können wir uns dann gern nochmal unterhalten. Wir sind dann etwas älter geworden. Auf jeden Fall. Aber hat mich gefreut. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Mich auch. Pass auf dich auf, ja? Bueno. Gleichfalls, Hermanos. Adios. Adios. Ciao, ciao. Tschüss. Salam. Was steht? Wo war die Justiz nochmal? Sie wollen Bürgermeister werden? Ah. Nicht unbedingt Bürgermeister. Nein, nein, nicht Bürgermeister, Bürgermeister. Was ist der Unterschied? Burger kann man essen. Burger? Bürgermeister. Natürlich, ich will... Nicht Bürgermeister werden. Bürgermeister. Bürger. Hört sich einfach falsch an. Stimmt mit denen nicht. Meinst du, Freddy May ist da? Der ist größtenteils am Kanzleramt. Wo ist denn das? Moment. Ist im Navi. Okay, gracias. Das Auto fährt sich wirklich gut, im Gegensatz zum letzten Mal. Es hat sich einiges getan. Ja, ich merke schon. Kanzler, da. Wie schließe ich das Auto nochmal ab? So wie früher. Das weiß ich gar nicht mehr. Natürlich. Ich hab's geschafft. Meditieren Sie jetzt hier? Ja. Ah, der ältere Herr da drüben ist einer der Richter übrigens. Aha. Was machen Sie denn da? Ich weiß nicht, wie ich aufhören kann.
Ich komme nicht runter. Jetzt. Okay, scheiße, noch eine Runde. Tritt mich mal. Ah, was machen Sie denn da nur? Oh. Mit Vergnügen. Das ist ein sehr starker Schlag. Wie höre ich mit der Scheiße machen, auf hier? Machen Sie es einfach nochmal. Habe ich. Okay. Was oben das? Holla. Kannst du mich hören? Einen wunderschönen guten Tag. Ich sagte holla, einen wunderschönen. Kenn ich dich nicht? Weiß ich nicht. Du siehst mir aus, als kommst du vom ADAC, oder? Ja, ja, richtig. Ich komme von ADAC. Ist der Name Ralf? Das ist Autorepper. Ja. Kennst du einen gewissen Rick Sanchez? Ja. Ist mein Sohn. Okay, aber das erklärt nicht sein Benehmen. Doch, definitiv. Seine Madre, Baba Ganoush, kommt aus Bulgarien. Die ich damals geheiratet habe. Sie wohnt in... sie kommt in der Nähe von Sofia, die Hauptstadt. Ja, sie war wirklich eine gute Frau, bis halt... dass sie später als Prostituierte gearbeitet hat. Und sie hat Rick oft mit zur Arbeit genommen. Oh, das erklärt vieles. Natürlich. Hm. Als er volljährig war, da kannst du dir vorstellen, mir da was passiert ist. Er musste die Kamera halten, während sie gearbeitet hat. Du Scheiße. Ja, richtig. Naja, was hat er denn so gemacht hier, Derek? Ja, der hat hier Damen belästigt. Ha, natürlich. Also wie immer. Das ist dieses Schema von der Arbeit damals. Ja, und er ist recht jähzornig, habe ich so den Eindruck gehabt. Ja, das kann auch sein. Immer so mit dem Kopf durch die Wand. Und gegen die Wand auch. Sehr, sehr klar. Das bleibt ja nicht aus. Richtig. Wenn man das versucht. Wie war denn Ralf war dein Name? Genau, richtig, richtig. Ja, ja. Gibt es einen gewissen Freddy May noch hier? Den gibt's in der Tat noch, ja. Ist er gerade wach? Der ist sogar wach, aber der ist gerade verhindert. Wie? Der ist verhindert? Der ist in einem persönlichen Gespräch. Darf ich mal fragen, wo dieses Gespräch ist? Nein. Es werden keine GPS-Daten rausgegeben. Ich könnte ihn ja mal anrufen und mal nachfragen, ob er gleich Zeit für uns hat. Aber sag ihn nicht, wer ich bin. Prost. Die Dame, wer sind Sie nochmal? Ich bin Frau Moretti. Ah, hola Frau Toletti. Wie geht's Ihnen? Frau Moretti. So. Und Sie erinnern mich ein bisschen an Rick, seine Madre. An Baba Ganoush. Das glaube ich eher weniger, dass ich so ein Kind in die Welt setzen würde. Oh, sie haben anscheinend auch schlechte Erfahrungen mit ihm. Ich glaube, es gibt niemand, der Gute hat mit ihm. Wirklich? Ja, leider, leider. Muss man das so verkünden. Wer ist das hier? Mein Name ist Chris Jones. Ich bin Minister der Übergangsregierung. Ich grüße Sie. Ah, holla. Ich hatte kurz Angst. Ich dachte, Fritz Mierda. Ich kenne keinen Fritz Mierda. Ich kenne Fritz Mierda. Ah. Mit wem habe ich die Ehre? Das ist der Vater von Rick Sanchez. Rick Sanchez? Nein, ja, das ist nicht Rick Sanchez. Ich bin der Vater von Rick Sanchez. Der Vater von Rick Sanchez. Richtig, wow. Richtig. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Mr. Bitcoin. Ah, Sie sind der berühmte Mr. Bitcoin. Wieso berühmt? Ja, ich habe viel über Sie gehört. Mir wurde immer viel erzählt über Sie, Herr Bitcoin. Ich habe auch viel von Frau Toletti gehört. Frau Toretti? Ich weiß nicht, wen er meint. Toretti? Wie heißt sie denn jetzt? Also, wenn Sie die Dame rechts von mir meinen, das ist Frau Moretti. Ah! Tut mir leid. Sie haben Motten in den Armen. Motten in den Armen? Natürlich. Ah, ja. Herr May meldet sich, sobald er Zeit hat. Du hast Ihnen aber nicht gesagt, dass ich da bin, Sie? Nein, nein, nein. Hm.
Wer ist euer schlimmster Feind hier? Schlimmste Feind? Jigsaw. Ich würde sagen Jigsaw. Wobei, Herr Toast, heute haben wir auch wieder mal ein paar Aliens in der Stadt. Also eins von beiden. Aliens? Das hat mir gerade schon einer erzählt. Den habe ich gefragt, ob er Drogen genommen hat. Nee, also es ist effektiv keine Drogen genommen. Ich habe die auch gesehen, Herr Toast. Lass mich raten, das ist mit Lupa. Ja, der Herr Berger war involviert in die ganze Situation in der Tat. Naja, ich sag dir, wie es ist. Ich glaube nicht, die Aliens sind das Problem, sondern die, die in seinem Kopf sind, diese Aliens. Was will der unbedingt immer mehr mit diesen Aliens? Ich weiß nicht, was bei ihm abgeht. Frau Moretti, wer ist Ihr Vater? Kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Tja, bis vor ein paar Monaten wusste Rick auch nicht, dass ich sein Vater bin. Kenne ich das Gefühl. Vielleicht läuft dein Padre hier noch irgendwo rum. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Und deine Madre? Meine Mom ist ganz früh gestorben. Das tut mir leid. Wie alt sind Sie? Bin ich 23. Ah, nicht schlecht. Du siehst aus wie 43. Das macht die Sonne. Ja, natürlich. Das ist die Sonne. Bitcoin, aber das sagt man doch zu einer Frau nicht, dass sie älter aussieht, als sie ist. Wieso? Ach, das... Bitcoin. Ich hab mich früher auch immer älter gemacht, Mierda. Ja gut, bei uns Männern ist das eine andere Sache. Wieso? Rex Madre hat sich auch älter gemacht. Alles gut, ich erwarte nie jedes nichts Mal. Anderes von jemandem, der Vater von Rick Sanchez ist. Also ja, wirklich gut, das sage gar ich, nichts. Also irgendwie hat sie natürlich nicht ganz unrecht. Sich, würde ich auch sagen. Was? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also nur, dass ihr es wisst. Der fette Vogel bricht den Ast. Ja. Es wurde bewiesen, dass Rick Sanchez absolut nichts von mir hat. Alles von seiner Madre. Ja. Herr Toast, haben Sie jetzt wieder Ihren Originalausweis gefunden? Aber selbstverständlich. Gut, ich habe mich schon gewundert, dass nichts mehr kam. Nachdem man diese Bodenlosigkeit hatte, mich Arno Dübel zu nennen. Ich dachte, Sie waren also in der Disco und hatten dann plötzlich andere Ausweise. Ich wurde ja schon so genannt. So. Ist aber übel. Ich musste einen Tag, musste ich damit... Wer weiß noch, wie May sich anhört? Ach, Bitcoin. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da wäre jemand gekommen, der Ihre Frisur hat, Ihren Anzug und gesagt hätte, ich bin Herr Toast, ich möchte den Ausweis. Und ich hätte gesagt, na klar, Sie sehen ja auch so aus, dann kriegen Sie den. Überlegen Sie mal, was da passiert wäre. Dann würde ja, irgendein Fremder mit Olaf Toast rumrennen, Blödsinn bauen und es fällt alles auf Sie zurück. Ja, ich muss mich da berichtigen. Sie hatten recht. Naja, immerhin haben sie ja jetzt alles wieder, ist doch super. Herr Bernau, mal schauen, was der möchte. Herr Bernau? Grüße Sie, Herr Bernau. Ist es der ältere Bernau, Toast? Wer? Der früher auch hier war, Bernau? Bernau ist Bernau noch, ja. Polizeipräsident. Polizeipräsident, war er nicht damals auch mit Aal? Ja, richtig. Ja, Mierda. Den würde ich gerne mal töten, mit ihm reden. Wenn Sie mit Herrn Bernau reden wollen, der ist auf dem Weg hierhin. Ja, gut. Kann man hier irgendwo eine Waffe herbekommen? haben Sie denn einen Waffenschein? Braucht man den hier? Ja, wenn Sie eine legale Waffe haben wollen, dann ja. Naja, in dem Land, von dem ich komme, brauche ich das nicht. Nee, also hier müssen Sie einen Waffenschein haben und es gibt zwei Kategorien. Es gibt Handfeuerwaffen und Langwaffen. Ich würde beide nehmen. Ja, das da braucht es Geld, da braucht es eine Prüfung. Das ist ein längerer Prozess, Herr Bitcoin. Das geht nicht von heute auf morgen. Wie viel Geld müsste ich brauchen, um... Aha. Denke mal, das ist Herr Bernau. Wie viel Geld würde ich brauchen, wenn ich keine Prüfung machen muss? Das geht nicht. Warte mal. Wow. Ja, Herr Bernau kann immer noch nicht Auto fahren. Sag mal. Toast. Was macht er denn ich da? Ich denke, er hat Führerschein-Nachprüfung gehabt. Ich habe immer noch meinen Waffenschein, oder nicht?
Nicht, dass ich wüsste. Sie können ja mal schauen, ob sie noch einen haben. Müssten sie ja den Ausweis in ihrem Portemonnaie haben. Herr Bernau, ich grüße Sie. Hallo, Herr Beschwernau. Grüß Gott. Beschwernau, so hat sich noch, habe ich schon lange nicht mehr gehört, den Namen. Naja, was sich immer beschwert hat. Das nenne ich doch Freude, Herr Bitcoin wiederzusehen. Wo? Herr Bitcoin, welche Überraschung, Sie hier wiederzusehen. Oh. Oh meine Güte. Ich liebe dieses Unfall. Eine Frage mir, wo sehe ich, ob ich meinen Waffenschein habe? In Ihrem Mäppchen? Sie müssten da mal schauen, ob sie ihn bei Ihnen ausweisen haben. Mein da Mäppchen. Müsste so ein Waffenschein sein, ja? Genau, im Mäppchen. Bitteschön, das ist mein Waffenschein. Eine Lizenz im Besitz? Mhm. Das ist scheiße. Gut, also ein Waffenschein ohne Waffenschein sozusagen. Ich habe mal 10 Millionen bei Sie haben gezahlt. Dem verehrten Herr hier gerade Ihre Payback-Karte gegeben. Wow. Oh. Für was habe ich denn damals 10 Millionen bezahlt, Toast? 10 Millionen? Ja, 10 Millionen. Der war früher wesentlich teurer. Was? Selbstverständlich. Was kostet der jetzt? War das nicht mal 100 Millionen? Ich habe damit nichts zu tun, aber ich denke mal, die anwesenden, anwesende Damen und die Herrschaften können Ihnen das bestimmt sagen. Was kostet das? Sollte ich in der Tat können. Ich muss mal aktuell kurz mein Tablet der Kleinwaffenschein 25 Millionen und der Langwaffen 50 Millionen. Plus ein psychologisches Gutachten und... warte mal, wie viele Millionen? 50 Millionen. Der Langwaffen. Gut, ich nehme den zweimal. Jetzt brauchen den aber nur einmal, Herr Bitcoin. Dann nehme ich den einmal. Aber Sie müssen dann auch noch ein psychologisches Gutachten Stellen machen. Sie mir die Fragen, ich bin bereit. Das geht ja nicht. Ich das bin müssen ja kein Sie bei den Medizinern machen. Dann fahre ich da jetzt hin. Ich würde nämlich so funktionieren, dass Sie eine Anzahlung leisten müssten. Kein Problem, gib mir deine Kontonummer. Das machen wir dann gleich über eine Rechnung, wenn Sie das wirklich, wenn Sie eine solche Waffenschein wollen. Natürlich. Dann müssen Sie ein psychologisches Gutachten machen und dann müssen Sie in der Tat noch eine Prüfung bei Yamunation ablegen. Das kriege ich hin, immerhin war ich mal Bürgermeister hier. Ist, dann können Sie dann den Waffenschein abholen und die Anzahlung, die wäre 25 Millionen. Machen wir 30 draus. Nein, machen wir nicht. Wir machen 25 Millionen, wie es im Gesetz steht, Herr Bitcoin. 500. Soll ich Ihnen, wollen Sie das jetzt machen? Dann kann ich Ihnen das wie lange dauert das, bis Sie fertig sind mit dem Waffenschein? Ja gut, Sie müssen jetzt die Anzahlung leisten, dann müssen Sie Krankenhaus, psychologisches Gutachten. Wenn jemand Zeit hat, geht das heute noch. Ammunition, weiß ich gar nicht, ob die haben wahrscheinlich erst Montag oder morgen offen. Also morgen ist ja Montag. Das weiß ich noch nicht, müssen wir noch. Ich glaube, morgen Abend hätten die wieder offen, dann müssen Sie da noch den Test dort machen. Ich sage euch, Walla, morgen Abend, das war alles positiv. Genau diese Art von Allmann-RP liebe ich. Es muss immer so welche Leute geben, die ihre Rolle so ernst nehmen. Ich feiere das, weil man sich über die auch aufregen kann. Herr Toast, oder wie? Das sind nur, das beißt sich doch mit dem Gesetz. Was sind die notwendigen Formalitäten? Die müssen mal erfüllt werden, bevor wir einen Waffenschein rausgeben können. Kein Problem. Und was ist, wenn ich 100 Millionen zahle, muss ich die ganze Scheiße noch machen? Richtig. Dann kriegen Sie einfach Rückgeld in der Höhe dessen, der Unterschied zum offiziellen Preis, weil wir halten uns ja an die geltenden Gesetze. Natürlich. Toast. Hm? Kannst du mal schauen, ob mein Reifen platt ist? Dein Reifen platt ist? Ja. Ich kann mal schauen. Gracias. Toast ist außer Reichweite. 100 Millionen und ich krieg den Schein? Nein. Nee. 110. Sie können 1 Milliarde draus machen, Sie kriegen ihn nicht. Da sind Sie am falschen geraten. Herr Bitcoin, ich mache Sie gerade darauf aufmerksam, Sie versuchen jemanden zu bestechen. Sie haben keinen Platten. Ah, gracias, Herr Toast. Das ist doch keine Bestechung. Frau Toletti, sagen Sie das mal. Fanden Sie das für eine fanden Sie das wie eine Bestechung? Wie? Wer ist das? Wie Bestechung? Die ältere Dame hier vor mir. Ja, die heißt wie? Toretti. So alt sieht sie gar nicht aus, finde ich. Nein, nicht. Also, jetzt außer die Augenringe und die Falten im Gesicht. Das gerissene Mack-up. Und den Mundgeruch ist eigentlich alles okay. Steht ja genau gegenüber von mir. Die Arme. Deswegen bin ich irgendwie auf den Namen Toletti gekommen, wegen dem
Geruch des Mundes. Ich glaube, ihr habt die Sprache verschlagen. Der Bitcoin, ich muss schon sagen, Sie sind ganz schön unfreundlich zu den Damen. Ja, ich mache das immer aus folgendem Grund. Ich habe Angst, dass die Damen... Ich will keine Herzen brechen, weil ich will, interessiere mich nicht mehr für Frauen und nicht mehr für Männer. Als auf Rentner stehe ich jetzt noch nicht. Ich bin kein Rentner, ich arbeite noch. Oha, da wurde einmal zurückgeschossen, würde ich sagen. Bei Bitcoin, ich muss schon sagen, so ein paar graue Haare scheinen da schon durch mittlerweile. Ne? Also, das sind nicht nur ein paar, würde ich sagen, Herr Berner. Ja, das. Ich muss schon sagen, die Zeit ist nicht auf meiner Seite, denn die Welt dreht sich weiter. Die Zeit ist auf niemandes Seite. Doch. Auf wessen? Die Zeit. Naja, es gibt genug Leute, die haben Krankheiten, sie leiden und sie warten, bis die Zeit verstrichen ist. Na ja, gut, da haben sie natürlich recht. Auf deren Seite wäre natürlich die Zeit. Es ist immer eine Frage der Auffassung, Herr. Wie waren Sie nochmal? Jones ist der Name. Natürlich, Jones. Und das war Fred. Nein, das ist Ralf. Richtig. Schwernau. Bernau. Ja, sag ich doch. Sie haben sich in der Zeit von Alemar sehr häufig beschwert, deswegen kam mir der Name auch. Und das kann gut sein, ja. Aber Zeit beschweren Sie sich noch? Nach Ihrer letzten Party, Herr Bernau, sollte man Sie eigentlich Bekotznau nennen. Da möchten wir bitte nicht drüber sprechen, danke. Okay. Was ist denn jetzt mit May, Mirna? Der Herr May ist kein Minister mehr. Ist, glaube ich, im Moment Notariatsdirektor. Ja, ich wollte Ihnen einmal hier den Sixpack zeigen, den ich habe. Oh, Sie haben sich aber gut gehalten. Natürlich. Ich bin noch erst 65. Also doch ein Rentner. Nein, man ist in Rente mit 66, erstens das. Zweitens ist man erst in Rente, wenn man aufhört zu arbeiten. Und ich arbeite jeden Tag. Ich verkaufe Waffen, Drohnen. Bernau? Nein, ich habe Waffeln gesagt. Ich habe Waffeln gesagt. Waffen und Drohnen. Also ich habe verstanden, Waffen und Drohnen. Naja, Sie verstehen nur das, was Sie verstehen wollen. Ja, natürlich. Herr Ralf. Natürlich, er ist ein bisschen älter. Herr Ralf! Ja. Jetzt ist angekommen. Wie lange sind Sie hier schon in der Stadt? Haben Sie die Hörgeräte neu eingestellt? Der hat einfach Delay gehabt, der arme Mirna. Was? Bitte was? Ich frag mich, wie lange Sie schon hier sind? Tatsächlich schon etwas länger. Halbes Jahr mindestens. Ah, du bist also nach mir hergekommen. Party, danke dir. Sie? 17 Monate. Sie? Ja. Sprichst du etwas Spanisch? Ich passe mich gerne an, ja. Ah, das finde ich sehr gut. Soll ich dir einen schönen spanischen Satz beibringen? Nö. Das war nicht nett. Und was ist mit dir, Toletti? Also jetzt weiß ich, wo diese beratungsresistente Unbelehrbarkeit herkommt. Meinen Sie von Rick? Oh, von dem wollen wir gar nicht umgekehrt anfangen zu sprechen. Naja, er stammt ja von meinem Werewolf-Upper Manus, das ist euch klar. Deswegen, der ist Dauergast bei mir im Knast, sag ich Ihnen ehrlich. Das ist mein Sohn, Beschwerner. Mein Beileid. Ich hab ihn aber, was soll ich sagen, also erstmal liebe ich ihn nicht, das ist ja klaro. Zweitens ist seine Madre ja leider eine Prostituierte gewesen. Aber was soll ich sagen? Sie hat es geliebt. Und er hat ihr gerne bei der Arbeit zugeschaut. Es war ein hartes Leben für ihn. Aber irgendwie auch nicht mehr. Er hat sich nie beschwert. Übrigens, sie hieß Baba Ganoush und kommt aus Bulgarien. Nun, seine Vergangenheit könnte sein aktuelles Verhalten eventuell erklären. Richtig. Ich denke auch, er hat... Also für den Waffenschein wäre er definitiv nicht geeignet. Denn psychisch ist da nicht mehr viel zu machen bei Rick Sanchez. Und sein Name ist auch nicht Rick Sanchez, sondern Rick... Ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Sagen Sie es. Soll ich es tun? Aus mit der Sprache. Sein Name ist Rick Jan Lee. Jan Lee? Richtig, Jan Lee. Ist bulgarisch. Heißt Jan Lee nicht live?
Janli. Ja, richtig, Janli. Das ist bulgarisch. Ja, das ist bulgarisch, Janli. Das heißt ist, so etwas wie... Ist, der Nachname ist Janli. Janli. Janli, so etwas wie Life. Aber Janli klingt jetzt eher nach irgendwie China oder so. Ja, das nein, cool. Das heißt nicht Janli und auch nicht Janli, sondern Janli. Es heißt Life. Es ist türkisch, also beziehungsweise bulgarisch. Und seine Madre hat sich was damals jetzt, einfach bulgarisch nur... Bulgarisch oder türkisch? Das sind Unterschiede. Das ist kein großer Unterschied. Die haben beide identische Sprachen. Die können sich miteinander verstehen. Okay. Und als seine Madre damals angefangen hat mit den ganzen... Ihr wisst schon, hat sie sich Baba Ganoush Janli genannt, weil sie immer live war. Baba Ganoush Janli. Richtig. Herr Jones, haben Sie 2 Minuten gleich. Wegen der Geschichte von vorhin, deswegen natürlich, bin ich hier. Lassen Sie uns kurz reingehen. Doch, viele Bulgaren können Türkisch. Ach, wie schade. Herr May ist nicht da, der wird wahrscheinlich jetzt auch nicht kommen. Was? Ich habe doch gerade mit ihm telefoniert. Ja, aber er ist ja nicht hier. Und er wird jetzt auch nicht hierher kommen, weil er ja anderweitig zu tun hat. Ja, wegen damals, aber nicht alle. Bruder, wer hat alle gesagt? Wer hat also alle gesagt? Ich kenne genug Bulgaren, die reden mit Türken ganz normal. Auf Türkisch. Ja. Frau, Mierda. Moletti. Frau Moletti. Moretti. Eigentlich sollten Sie sich das ganz, ganz gut merken können in Ihrer Sprache. Okay. Moretti hört sich eher italienisch an. Ja, ist aber schon fast ähnlich dem Spanischen, oder? Naja, ich bin nicht aus Spanien. Dort spricht man ja bekanntlich, Spanisch? Ja, nicht nur. Was noch? Na? Es ist eine Mischung aus Italienisch, Französisch und Spanisch. Castellan. Katalanien. Da gefällt mir Kanarisch tatsächlich besser. Kanarisch? Si. Si. Ich will mal hören, wie sich ein spanischer Satz bei dir anhört. Sag mal, hola amigo. Hola mi amigo. Oh. Yo apesta? Also, Moretti, ja? Wieso haben sie nicht weitergeredet? Ist denn das auf dem Motorrad? Moment, ich bringe ihn kurz um. Natürlich nicht, das war ein Witz, Herr Ralf. Ich bringe doch nicht irgendeine random Chucha um, Mierda. Natürlich. Und? Ich glaube, da hat jemand nach dir verwiffen. Sehr zufrieden. Hola. Will da jemand mal sagen, hier herrscht das Vermummungsgesetz, hier soll sich gefälligst befreien im Gesicht? Ich meine, sie hat überall nichts an, aber im Gesicht schon, was soll das? Ja, richtig, wenn ich Motorrad gefahren bin. Ja, immer Maske abnehmen, bitte. Das tut aber jetzt nicht zur Sache. Einmal bitte die Maske abnehmen. Jo, mach mal. Einmal bitte. Moment. Die Maske ab. Die Maske. Sie darf eine Maske tragen? Ignoranz. Ja, gut, wenn sie vom Motorrad gegen die Fliegen zwischen den Zähnen ist, das ja hilfreich. Ja, aber sie war doch gar nicht mehr auf dem Motorrad, Herr Ralf. Ja, aber man kennt's so. Ja, man kennt's natürlich. Lassen Sie hier ein bisschen Vorteile sehen. Ich sag Ihnen aber so, es ist nicht wie nicht jeder wie Ricks Mutter, sie. Ich will es dir nur mal gesagt haben. Baba Ganoush Janli war wirklich eine Nummer für sich. Die Chucha. Und jetzt scheiß mal auf die Madre. Ich drehe noch eine Runde mit dir Toast und dann muss ich etwas erledigen. Natürlich. Ralf, hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, war mir auch eine Freude. Wenn du Rick siehst, sag ihm, dass du seinen Vater getroffen hast. Das werde ich tun, ja. Und erzähl gerne ihm die Story über seine Madre. Adios. Adios. Wiederschauen. Ralf. Ja. Adios, hermano. Ich mag den. Woher kannten Sie sich? Ralf? Mhm. Ach, falsches Auto, Mierda. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber... Herr Toast, ich brauche Sie ganz kurz. Eine Sekunde. Wofür? Es geht um das Leben der Stadt. Das Leben der Stadt? Beschweren auch wieder. Da müssen sie eigentlich mit der Bitcoin reden. Ich worum denke, geht's denn, Beschweren auch? Ich helfe ihnen. Ja, was gut, was ich warte woanders. Eine Alien-Invasion.
Bunker? Ja, natürlich haben wir Bunkeranlagen. Aber jetzt fangen Sie doch nicht auch noch an mit diesem Alien-Mist. Wer glaubt denn so einen Scheiß? Ernstzunehmende Sache. Und ich habe die Miete für meinen Bunker nicht bezahlt im Norden Etos. Ja, aber wie soll ich jetzt da Aliens? Ich glaube, sie gucken ein bisschen zu viel Netflix. Ja, das sagen sie, bis da mal einer vor ihnen steht. Dann ist wieder Land unter. Wo ist 21 Uhr ist die Deadline. Wir müssen schnell handeln. The Deadline. Richtig. Da müssen sie mit dem Herrn Berger sprechen. Der Herr Berger hat da also wieder seine Finger mit im Spiel. Ich habe alles gehört! Ah, komm mal. Ja, und jetzt? Achso. Also darf ich alles hören. Sie sagte, ich möchte sie nur warnen. Ich kümmere mich um Herr Berger. Alles klar. Gut, ich würde dann wieder ins Präsidium fahren. Er wird später versehentlich den Staudamm runterfallen. Das ist nicht die Art und Weise, wie sie sich drum kümmern, sondern wir sollten uns darum kümmern. Ich sag ja nur versehentlich. Der ist sehr tollpatschig, wissen Sie. Aha, ja, klar. Alles klar, Herr Toast. Ja, natürlich, natürlich. Sie wissen doch, Sie können mir vertrauen. Das Problem ist, wir wissen, zu was diese Leute fähig sind. Verstehen Sie, wir hatten das damals schon mal mit dem MIB etc. MIB. Toast. Gut, ich muss ins Präsidium. Wir hören uns. Ja, bis später. Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Ich werde jetzt hier schlafen gehen. Ja. Meinst du, ich kann mich irgendwo hier in die Ecke legen? Ach so, genau. Ja, mach einen auf Heckenpenner oder so, keine Ahnung. Oder ich park mein Auto. Komm, wir parken das Auto und dann gehe ich schlafen. Was ist das denn hier? Was mache ich da mit dem Hintern? Ja, Herr Bitcoin, es war mir ein Fest, Sie hier in dieser Stadt wiedergesehen zu haben. Gracias. Oh, wie ich das vermisst hab, Mierda. Also, ja. Wir machen das nochmal, Chat. Wir waren nicht das letzte Mal hier. Ich werde mich jetzt hier hinlegen in die Garage, Toast. Gracias für die Rundführung und wir sehen uns nochmal, Sie. Auf jeden Fall. Bleiben Sie gesund. Kennst du das Gleis 9¾? 9¾? Ja. Ja. Das ist da vorne. Ja, ja. Schau mir zu. Ich bin Mr. Bitcoin. Patron des Kali-Kartells. Die stärksten, mächtigsten und gefürchtigsten. Und ich werde mein Kartell niemals alleine lassen, koste es, was es wolle. Ganz egal, welche Entscheidung ich treffe. Wir sind nicht irgendeine Fam, wir sind Viva la Kartell.